Servus, liebe YouTube-Freunde, willkommen zurück. Ja, also, ich bin jetzt fleißig drüber, die ganzen Ämter abzuklappern, abzutelefonieren, zwecks Anmelden der Viehhaltung quasi, der Schweine. Ja, jetzt habe ich vorhin mit dem Landwirtschaftsamt in Kulmbach nochmal telefoniert. Das soll ich jetzt dann quasi ein Fax reinschicken, dass ich Schweine halten möchte. Da muss ich angeben die Adresse und eine Betriebsnummer hier vom Hof und ja, eventuell das Tierverzeichnis von der Ibalis, was wir noch haben. Ja, und die Tiere, die müssen natürlich dann auch im Mehrfachantrag gemeldet werden, den der Vater jedes Jahr macht, ganz klar. Wie das genau abläuft, also da kann ich euch auch nicht einweihen, das weiß ich selber nicht, da blicke ich selber noch nicht so recht durch. Ja, auf alle Fälle, das geht jetzt dann erst einmal seinen Gang. Da zoomen wir alles zusammen, dann schicke ich denen auf Fax. Und ja, dann ist es da gemeldet. Vom Amt für Landwirtschaft wird es dann weitergeleitet ans LKV, das Landeskuratorium für Tierveredelung quasi. Und ja, von da aus, es geht dann auf alle Fälle auch weiter ans Veterinäramt, da brauche ich jetzt selber keine Meldung machen, geht von ganz alleine. Da kriegt das Veterinäramt dann Meldung, die kommen dann normalerweise automatisch raus, schauen sich das an. Schweine habe ich ja noch keine da. Ja, und dann wird es seine Wege gehen. Ich meine, ich werde das Veterinäramt wahrscheinlich selber noch einmal anrufen, werde es selber noch klären, weil ich ja eventuell die Freilandhaltung anstrebe im Hühnergehege mit. Also ein zweiter Zaun wird mit Sicherheit vonnöten sein. Der erste müsste ja eigentlich unterwühlsicher sein. Weiß ich noch nicht, wie die das genau umgesetzt haben wollen, was es für Vorschriften gibt. Schön wäre es natürlich schon, wenn man sie dann rauslassen kann. Aber das muss ich mir jetzt selber erst einmal richtig abklären. Da muss ich selber erst einmal gucken, wie das am geschicktesten geht. Ja, und dann wird es doch seine Wege gehen. Ja, was ich dann selber noch machen muss, die Tiere in der HIT melden. Und ja, die Tierseuchenkasse kriegt normalerweise automatisch dann Bescheid mit über die HIT, beziehungsweise kann ich ja selber dann anmelden. Und dann läuft das alles seine Wege. Ja, ich werde jetzt demnächst dann einmal noch den Betrieb anrufen, wo ich die Schweine herhaben will. Also ich habe mich jetzt da mit einer guten Bekannten unterhalten. Die hat selber ein paar Schweine daheim, so als ja, mehr oder minder Hobbyhaltung. Und ja, wie gesagt, da schauen wir mal, das werden wir kriegen. Dann wird das ganze Thema doch hoffentlich laufen. Und ich hoffe, bis zum September, vielleicht Oktober rum oder so, dass ich dann die ersten eigenen Schweine hier habe. Und dann bin ich auch mal gespannt. Also den Vater habe ich jetzt soweit überzeugt quasi. Was heißt überzeugt? Ja, du willst ja noch mehr Erbe, du willst ja noch mehr und überhaupt und sowieso. Ja, mei, ist halt so. Ich will es haben, ich will es machen, wir haben die Möglichkeiten und dann kann man sowas doch umsetzen. Und da halte ich euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Weil wir jetzt gerade hinten am Pferdestall sind. Ja, die Schwalben sind wieder gekommen. Also die Jungen, die fliegen ja jetzt schon fleißig hausen rum, kehren nicht mehr zum Nest zurück. Die Alttiere sind aber nochmal ins Nest rein. Schaut mir ganz danach aus, als brüten die nochmal. Die tragen wieder Nistmaterial frisch rein. Also unter Umständen bauen die nochmal ein neues Nest. Bin ich mal gespannt. Ja, was da dann rauskommt, ich störe sie jetzt natürlich nicht. Die fliegen hier fleißig umher, fangen die Mücken. Und ja, bauen auf alle Fälle nochmal ein Nest. Ja, wie man im Hintergrund sieht, es ist richtig schönes Wetter bei uns. Ja, schönes Wetter, verdammt heiß. Beklagen will ich mich nicht. Wir haben, ja, aktuell sind es 26 Grad. Im Schatten, wohlgemerkt. Und das um, ja, die Mittagszeit, jetzt ist es gleich 12 Uhr. Ist schon richtig, richtig schön warm. Aufs Wochenende haben sie gemeldet, soll es ein bisschen schlechter werden. Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal, würde ich sagen. Ja, bei mir ist jetzt wieder nicht viel passiert. Jetzt ist ja heute schon wieder Donnerstag. Ich fange um 2 das Arbeiten an. Was habe ich den lieben langen Tag gemacht oder die Woche? Ja, eigentlich überhaupt nichts. Ja, in dem Video wird jetzt nicht viel kommen, befürchte ich. Ich wollte eigentlich am Bulldog drin weiterbauen, aber bei der Wärme habe ich dann auch keine Lust gehabt, mich in die Maschinenhalle zu stellen. Außerdem ist jetzt momentan belegt, weil der Smart Data zerlegt wird. Und da habe ich einfach jetzt momentan, ehrlich gesagt, keine Lust und keine Möglichkeit. Jetzt habe ich das stehen gelassen. Ja, jetzt das Wetter. Ich hätte natürlich jetzt mähen können. Aber jetzt habe ich gedacht, ich kläre jetzt dann mal das mit die Ämter alles ab. Nächste Woche habe ich ja Urlaub, habe ich ja wegen mehr Zeit. Also die nächsten 2 Wochen Urlaub. Da habe ich ja wegen mehr Zeit. Dann hoffe ich, dass ich zum Mähen komme. Ja, nach aktuellem Stand sieht es ja so aus, ich darf ja unser Feld unten abmähen als Tierfutter. Die Stilllegungsflächen sind freigegeben hier in Bayern. Und hier, also bei uns im Landkreis Kulmbach, sage ich einmal so, vom Landkreis Kronach weiß ich, die dürfen es nicht. Vom Landkreis Kulmbach, da ist es so, Stilllegungsflächen dürfen abgemäht werden. Ja, jetzt habe ich gestern einmal mit einem Bekannten gesprochen, von dem ich eben auch ein paar Wiesen habe. Hat er gesagt, lang dein Futter, sage ich, nur, ja, im Moment schaut es eigentlich ganz gut aus. Wenn ich den zweiten Schnitt noch reinkriege, müsste ich hinkommen, das sollte mir dann reichen. Dann sagt der Mäher, jetzt soll ich trotzdem ab. Im Frühjahr wird es wahrscheinlich bei alle dann knapp. Dann kannst du zur Not, wenn du eh was über hast, kannst du es verkaufen. Ja, ich muss jetzt auch mal gucken. Eigentlich wollte ich stehen lassen wegen die Sonnenblumen. Aber wenn ich vielleicht ein paar so Sonnenblumenstellen stehen lasse, weil es sind ja doch nicht so viele aufgegangen, und hole mir das dann trotzdem rum. Ich meine, das sind 2,71 Hektar. Die ich da stehen habe, ist ja doch eine recht große Fläche. Das ist ja nicht hier gerade von Pappenstiel, das ist ja doch schon ein bisschen. Jetzt bin ich schwer am Überlegen, mähe ich es weg, dann hätte ich natürlich die volle Futterreserve, hätte dann mehr daheim. Ist natürlich nicht das beste Futter, muss man zugeben, alles klar, weiß ich. Ich meine, das ist recht ausgedarrt, das Ganze. Aber ich meine, so als Notreserve, wenn man es hätte, vielleicht nicht einmal verkehrt. Ich meine, was ich stehen lassen würde, das sind die Disteln. Die Disteln brauche ich nicht abmähen. Die, wenn ich dann im Futter drin habe, erstens fressen es die Viecher nicht ganz so gern. Zweitens einmal hole ich mir den Samen da rein, und wenn ich es dann aufbringe, dann verteilen die mir den natürlich mit dem Kot wieder über die ganze Koppel. Dann habe ich auf der ganzen Koppel die Disteln stehen. Ist ja auch nicht wirklich Sinn und Zweck. Ja, aber da muss ich mal gucken. Also ich bin noch schwer am Überlegen, ich frage noch einmal meinen Vater, was der davor hält, wenn ich es abmähe, weil er hat es eigentlich auch schon zu mir gesagt, ich könnte es wegmachen. Ja, die anderen Wiesen hinten in Schwarzholz hätte ich ja auch noch, die eine hinter der Baumreihe unten und eine ist dann da oben beim Bauernhaus, geht's rechts ein wenig rein. Das wäre das, was ich quasi abernten soll und darf. Das hat mir ein Bekannter eben gegeben, hat er gesagt, wenn du es haben willst, ist auch der allererste Schnitt, klar, ich höre halt weg. Aber wie gesagt, im Moment, es fehlt die Zeit, wenn ich arbeiten gehe. Ich komme nicht rum mit dem Rumheulen und dem. Beziehungsweise jetzt mit den ganzen Telefonate und. Man will ja das doch alles geklärt haben. Da lieber schaue ich, dass ich es dann nächste Woche im Urlaub vielleicht reinbringe und vielleicht dann wirklich in dem Zug dann das da damit. Dann hätte ich einmal das große Zeug drin und hätte mein Heureserve für das ganze Jahr. Also ich denke mal, die Fläche, wenn ich abernte, dann habe ich meinen Jahresbedarf an Heu gedeckt und müsste eigentlich hinkommen. Wie gesagt, das ist halt eine reine Gräsermischung, da ist nichts Besonderes dran. Es ist, wie gesagt, auch schon teilweise, dass es ja einfällt. Man sieht schon, also ich sage, wer jetzt sagt, Heu kann man nicht mähen, also wenn ich das so sehe, Heu kann man sehr wohl mähen, weil das ist Heu. Also theoretisch wahrscheinlich, wenn ich es abmähe, einen Tag liegen lasse, dann könnte ich es wahrscheinlich pressen, weil das ist wirklich salztrocken, das Ganze. Ich meine, ich könnte es zur Not auch als Einstreu nutzen, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn es die Viecher gar nicht fressen, dass ich es als Einstreu hätte. Ja, wie gesagt, was halt jetzt ein wenig blöd ist, weil jetzt die Sonnenblumen natürlich doch kommen durch den Regen. Hier kommen ein paar vereinzelte. Dort hat man halt einen ganzen Träubel, ich meine, den könnte man auslassen und mäht halt dann drumrum. Oder auch das da unten. Das wären halt Stellen, wo ich dann sage, naja, könnte man stehen lassen, ist doch ein wenig ein Blickfang, schaut doch nicht so schlecht aus. Mal gucken, und dann muss man halt im
Herbst das Ganze rumackern und eine Winterbegrünung bzw. dann Wintergerste oder Winterweizen, Winterwas oder Wintergerschen drauf sehe. Das muss ich aber, wie gesagt, jetzt mit dem Vater klären. Ich mähe nicht einfach eine Fläche ab, die ihm gehört. Der haut mal einen auf. Weil nicht, dass der es doch stehen lassen will, weil er sagt, das ist jetzt zu faul, dass er dann im Herbst zieht. Weil eigentlich war geplant, wir machen Sommergerschen drauf. Im nächsten Frühjahr. Aber mal gucken. So, und jetzt sind wir mal unten bei den Hühnern. Besuchen wir die einmal. Die hatten heute früh schon wieder Weintrauben, Salat und und. Da steht mein Geflügel. Haferflocken gab es heute auch. Eicheln schmeckt nicht. Ja, die haben hier unten wieder fleißig zu tun. Ja, wie gesagt, das Ziel mit den Schweinen wäre natürlich, hier die Tür aufmachen, die Schweine mit rauslassen. Das wäre das Optimum. Wie gesagt, kommt drauf an, was das Veterinär am Weg sagt. Ob die da damit einverstanden sind. Also ich weiß, in Kulmbach gibt es eine Stelle, eben wo ich meine herkriege. Die lassen auf ihrer Fläche auch Hühner mit draußen laufen. Orpington sind es, glaube ich, wo damit laufen. Und ja, das wäre natürlich optimal, wenn man die Hühner und die Schweine zusammenlaufen lassen kann. Das kommt aber, wie gesagt, dann... Der kann das gut. Das kommt aber, wie gesagt, auf das Amt an. Also ich kann ja nicht einfach sagen, boah, ich will die jetzt da. Das sollen die sich vorher angucken. Ich will danach denen ihre Richtlinien einhalten, wenn die jetzt sagen... Rotranne, es ist gut. Ihr habt dich gehört. Doch. Ruhe. Es funktioniert ja tadellos. Unmöglich, der. Was ist? Tja, sollen sich die Nachbarn mal aufregen. Ja, wie gesagt, also schön wäre es natürlich, wäre das Optimum hier unten. Das wäre richtig toll, aber das sehe ich erst, wenn die da sind, was die dann noch an baulichen Veränderungen haben wollen. Weil ich kann nicht einfach sagen, ich mache das jetzt und ich glaube, einen doppelten Zaun braucht man auf alle Fälle. Ob der zwingend elektrisch sein muss oder nicht, kann ich nicht sagen. Das muss ich, wie gesagt, klären. Die einen ja, bei den anderen nein. Ob denen der Jägerzaun außen, beziehungsweise dieser Wildschutzzaun außenrum reicht oder ob die noch was anderes wollen, wird sich dann alles klären. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, Video heute eher kurz. Schauen wir mal, vielleicht fällt mir bis heute Abend noch irgendwas ein, bis ich von der Arbeit wieder komme. Und dann gucken wir doch mal. Der kann das gut. Ja, und wenn wir schon dabei sind, könnten wir ja mal gucken. Darf ich mal bitte? Danke. Weiter. 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 Gut. Ob wir Eier haben? Oh ja. Da haben wir mal drei. Ja, da schauen wir einfach mal. Oh, da haben wir nochmal drei. Dankeschön. Geht doch. Ja, die letzten Tage bei der Wärme haben sie nicht so viel gelegt. Jetzt aber wieder. Bin ich auch ganz froh drum. Ja, dann schauen wir mal, ob mir bis heute Abend noch irgendwas einfällt. Wenn nicht, dann kommt heute Abend noch das Schlusswort. Aber wenn wieder nichts passiert ist, und dann sehen wir weiter. Heute Morgen habe ich noch so schön gesagt gehabt, ich weiß noch nicht, was ich ins Video noch reinbringe. Da muss ich mir was überlegen über den ganzen Tag. Ja, mir ist jetzt da noch eine spontane Idee gekommen, was ich noch reinbringen könnte. Und zwar machen wir halt jetzt dann, wenn schon nichts maschinentechnisch kommt und wieder nur ein Labervideo entstanden ist, machen wir mal ein Frage-Antwort-Video draus. Ganz einfach, fangen wir mal an. Ich werde ja häufig gefragt, zum Beispiel, wie alt bist du, was hast du da an deinem Kopf? Die Frage immer wieder mal noch, bist du männlich oder weiblich, bla 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 und so weiter und so fort. Da kommt ja immer doch ein bisschen was zusammen. Und da habe ich mir gedacht, da könnten wir doch mal die meistgestellten Fragen durchgehen. Und da fangen wir halt einmal mit dem einfachsten an.
zur Frage, wie alt ich bin? Ja, ganz einfach. Ich bin am 19. September 1990 geboren. Ist kein Geheimnis. Ich bin fast 28 Jahre alt. Also im September werde ich 28. Ich lebe schon immer hier auf dem elterlichen Hof. Mein Ziel wäre es natürlich einmal, den Hof zu übernehmen. Das kommt ganz drauf an, ob da der Vater mitspielt oder nicht. Das entscheidet schlussendlich der. Ich meine, wäre natürlich schon schön, wenn man sich hier schon drum kümmert und alles aufbaut, dass man dann auch einmal die Chance hat, das Ganze zu übernehmen. Aber die Entscheidung liegt, wie gesagt, beim Vater. Ja, zum Thema, was habe ich da am Kopf? Ganz einfach, das ist eine Hautanomalie. Die habe ich von Geburt an. Und ja, da hat es damals geheißen, man könnte sie entfernen lassen. Meine Eltern haben das damals nicht entschieden. Die haben gesagt, wenn ich alt genug bin, kann ich das selber entscheiden. Die Entscheidung überlassen sie mir. Und ja, es hat immer geheißen von den Ärzten damals schon, wenn sich da nichts verändert, wenn es keinen Juckreiz gibt oder wenn es eitert oder, dann kann man es lassen. Wenn es aus ästhetischen Gründen ist, könnte man es wegmachen. Ich sag ganz ehrlich, ich belasse es, wie es ist. Mich stört es nicht. Wen es stört, soll er halt nicht hingucken, ganz einfach. Hier zu Mekasen an schönen Menschen stellt nichts. So trefflich hat es einmal mein Tierarzt damals genannt, wie er da war. Ja, wie gesagt, wir können es sich rausschneiden lassen, aber ich sag ganz ehrlich, wieso sollte ich? Da lässt man sich wegschneiden, da hat man eine Narbe. Und was habe ich dann geschafft? Gar nichts. Bringt ja auch nichts. Ja, was dann noch eine häufig gestellte Frage ist, ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt, was arbeite ich eigentlich? Ja, ist ganz leicht zu sagen. Ich bin Fachberater in einem Baumarkt. Ich bin übergreifend für alle möglichen Abteilungen zuständig, sei es Sanitär, sei es Elektrik, Lampen, Farben, Maschinen, Gartengeräte und. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man ein bisschen was weiß, wenn man selber aus der Landwirtschaft kommt und wenn man selber mit den Maschinen und Geräten und Werkstoffe arbeitet, dann hat man doch ein bisschen Erfahrung oder bringt ein bisschen Erfahrung mit. Klar, ich weiß nicht alles. Ich bin kein Hellseher und ich bin nicht allwissend. Logisch. Aber ich weiß relativ viel. Ich bin, wie gesagt, Fachberater in einem Baumarkt. Noch eine Frage. Die Hackschnitzel unter die Maschinen. Warum liegen immer Hackschnitzel unter die Maschinen? Ja, die Hackschnitzel unter die Maschinen, das ist ganz einfach so. Wir haben eine Holzheizung. Im Winter schüren wir normalerweise mit Holz. Also wir haben im Haus natürlich schon eine Ölheizung. Die Holzheizung ist einmal nachgerüstet worden, das steht drüben im Waschhaus. Wir können den ganzen Winter über mit Holz heizen. Machen da damit unser Warmwasser, also das Brauchwasser allgemein und natürlich für die ganzen Heizungen. Es kommt alles in einen großen Pufferspeicher und wird dann aufgeteilt. Ja, großer Vorteil davon, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Man hat selber ein bisschen Wald und ja, besser geht's doch nicht. Und ja, was wir nicht an Scheitholz reinschüren, das haben wir als Hackschnitzel. Also wir haben angefangen, ich meine, ein Baum, wenn es dir fällt, du hast ja doch immer ein paar Äste und Reisig. Und wenn das Reisig ja nicht gerade so krümelig ist oder voller Laub und ewig dünn, dass man überhaupt nichts rauskriegt, dann häckseln wir das normalerweise immer alles klein. Dann wird es immer klein gehackt, kommt auf den Kipper und mit dem Kipper schütten wir das normalerweise dann schön in einen Stottel unten rein und der Kipper steht dann immer oben drauf. Das ist so ein Lagerplatz. Und normalerweise, wir tun dann immer einen Teil davon nehmen. Dann fahren wir mit dem Radlader rüber in die Halle, eben da, wo jetzt die Maschinen oben drüber parken. Legen da eine dünne Schicht auf. Dann kann das schön ablüften, abtrocknen. Im Winter wird ja doch ab und an mal unten die Maschinenhalle geheizt. Und ja, also es ist normalerweise so, wir hacken das Zeug, wenn es eh schon abgelagert ist, aber die Restfeuchtigkeit will ja doch raus. Und dass das nicht schimmelt, dann legen wir uns immer einen Teil aus, trocknen das schön. Und dann wird es mit der Schubkarre, da haben wir ja diese große Schubkarre, die ich jetzt da auch fürs Gras genommen habe. Fahren wir das rauf zum Ofen und das ist, die Hackschnitzel sind prima Anschürmaterial oder Stopfmaterial dazwischen. Der Ofen verbrennt deutlich sauberer, wenn man da immer so ein wenig Hackschnitzel mit rein tut und quasi den Ofen richtig stopft.
Die Temperatur bleibt schön gleich, man hat nicht diese Schwankungen drin. Und ja, dafür haben wir das. Also für alle, die jetzt gedacht haben, wir haben die Hackschnitzel bloß drunter, weil die Maschinen so viel Öl verlieren, da muss ich euch enttäuschen. Klar, der ein oder andere Tropfen bei den Maschinen kommt immer. Das ist dem Alter geschuldet. Selbst wenn du da immer hinterher bist und schaust, dass nichts kommt. Sowas lässt sich nie vermeiden. Klar, da kannst du schauen und da bist du immer hinterher, dass da ja nichts kommt. Aber das kann passieren und selbst der IHC, und sei es vor der Hydraulikanschluss hinten, dass einmal ein Tropfen Öl oder was runtergeht, klar, fangen die Hackschnitzel natürlich auf, aber rein zu diesem Zweck liegen sie nicht drunter, also so schlimm wäre es nicht, wenn ich die jetzt weg dort tät, ihr würdet trotzdem keinen Fleck unten drunter finden, oder keine riesen Öllache, sondern wirklich höchstens einen kleinen Tropfen, und da wird mir keiner weiß machen, dass ein Schlepper absolut tropffrei ist, und wie sagt man immer so schön, der tropft nicht, der markiert. Ja, und jetzt machen wir mal eine letzte Frage. Irgendwann müssen wir ja zum Schluss kommen, weil sonst wird es ja doch langweilig. Die beantworte ich jetzt noch. Die kam auch schon öfters, habe jetzt gerade nochmal durchgeguckt. Geht ums Thema, würdest du dir neue Maschinen anschaffen? Ja, da kann ich dazu sagen, ganz klar. Wenn ich neue Maschinen kriege, die im Kostenrahmen in Ordnung sind und die sich für meine Betriebsgröße hier rentieren, klar. Dass ich jetzt dabei hergehe und kaufe jetzt einen Schlepper für 40 oder 50.000 Euro, also, nee, garantiert nicht. Das kommt mir nicht in die Tüte. Ich weiß nicht, was ich mit so einem Schlepper dann soll. Ich krieg den ja gar nicht ausgelastet. Die alten Schlepper, ja, der ein oder andere mag jetzt sagen, du bist blöd, du steckst da 6.000 Euro rein, du steckst jetzt in den da wieder auch Geld rein, den KA15 unten. Jetzt wenn ich überlege, ich habe den Anschaffungswert und dann habe ich vielleicht jetzt noch die ganzen Materialkosten, die kommen. Da mag es auch den einen oder anderen geben, der sagt, du bist bescheuert, dann kauf dir doch einen anderen Schlepper dafür oder tu das alte Zeug weg. Aber ganz ehrlich, das alte Zeug, das gehört zum Inventar. Allgäuer Krame, IHC, das sind die ersten Schlepper, mit die wo auf dem Hof oder besser gesagt, das sind Schlepper, die sind neu angeschafft worden. Den KA15 habe ich mir geholt, weil ich eben mit den alten Dingen gut zurechtkomme. Die funktionieren für meinen Zweck vollkommen. Ich sag, ich brauche keinen 150 PS Schlepper, ich komme mit den 90 PS vom IHC locker hin. Für die meisten Arbeiten brauche ich sowieso eher die kleinen Schlepper. Unter die Obstbäume kommst du mit dem IHC das 10. Mal gar nicht durch, dann brauchst du den Kramer. Wenn ich dann weitere Strecken zu fahren habe, gut, dann magst du sagen 20 Stundenkilometer vom KL300, das ist ein bisschen lahmarschig, aber ich komme auch ans Ziel. Also wo ich sag, ja. Man kann neue Maschinen anschaffen, aber wenn es nicht unbedingt zwingend sein muss. Wie gesagt, mir gefällt die alte Technik, das funktioniert auch. Zum Schwade, ja, irgendwann wird einmal eine neue Schwade fällig werden, gehe ich schwer davon aus. Auch der Kreiselheuer, die haben einfach hier alte. Da ist das ein oder andere Teil ausgeklappert, die zu richten ist wahrscheinlich, ja, vom Durchrechnen her kommt es teurer, wie wenn man sich eine neue gebrauchten anschafft. Weil ein nagelneuen Schwader oder Heuwind, der kaufe ich mir auf keinen Fall. Für den Zweck, wo ich habe, brauche ich das nicht. Aber solange sie ihren Dienst bei mir tun, bin ich zufrieden. Funktioniert alles. Auch der Mähdrescher. Ja, klar gibt es Mähdrescher mit Vollkabine und Klimatisierung und Radio und am besten Kühlschrank und was der Geier. Aber ich sage ja, für die 2,71 Hektar Acke, die wir da unten jetzt haben, oder selbst wenn ich jetzt dann da noch ein bisschen was dazu kriege, da reicht nur eine alte Fahrdicke aus. Klar, du sitzt halt dann im Staub, aber das gehört dazu. Das ist ein-, zweimal im Jahr, wo du da nicht drauf hockst, wo du wegen was dreschen tust und ja, das kann man ab. Dann zieht man sich halt was Langärmliches an, wenn einen der Staub stört, oder setzt einfach eine Staubschutzmaske auf, wenn man das möchte. Wer Probleme mit der Lautstärke hat, der kann sich ja dann die Mickey Maus aufsetzen. Also Gehörschutz, aber ich sag, das geht auch ohne, also gut, die Staubschutzmaske ist vielleicht nicht verkehrt, aber der Rest, wo ich sag, ich brauche keinen vollklimatisierten Schlepper, ich komme da damit auch zurecht. Ja, so viel noch zu dem Thema. Ja gut, so viel dann zu diesem Video. Ich denke mal, dann lassen wir es jetzt gut sein. Wahrscheinlich ist schon wieder viel zu viel Filmmaterial, viel zu viel Gelaber, für das da so nichts passiert ist. Ja, ich schneide jetzt mein Video noch, dass das morgen dann auch tatsächlich online kommt um 16 Uhr, dass ihr das auch seht. Jetzt ist es 10:45 Uhr abends.
Ich bin ja eh schon seit heute früh um, ja, wie spät war es denn, kurz vor 5 auf. Ich habe heute relativ bald meinen Stall gemacht gehabt, habe heute Spätschicht gehabt, weil mir gedacht, gehst vor der großen Wärme aus und es hat sich bestätigt, dass es warm war. Das ist soweit fertig. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Oder auch ein Wochenende mit Regen, je nachdem. Und man sieht sich dann nächste Woche am Dienstag um 16.30 Uhr wieder. Ja, ich hoffe mal, dass ich bis dahin vielleicht dann doch noch irgendwas am Schlepper unten schaffe. Am Wochenende soll es ein wenig kühler werden, ein wenig mehr Zeit habe ich. Ich hoffe, bis dahin ist dann auch nochmal das Thema geklärt mit dem Veterinäramt. Vielleicht kommen die dann auch mal in der Zeit, sollen sie sich das Ganze mal angucken und sollen dann ihr Kritik oder Meinung noch mit reinbringen. Und dann kläre ich das auch nochmal ab mit dem Betrieb da oben. Und das erfahrt ihr dann definitiv alles am Dienstag. Hoffe ich. Ja, bis dahin. Jetzt sage ich dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Servus.